wie ich es gefeiert habe, eigentlich nicht wirklich. Ich bin nach Hause zu meiner Freundin, zu meinem Sohn und dann bin ich gleich mal schlafen gegangen. Ja, ich glaube, nach 42 Spielen auf meiner Position ist natürlich ein richtig gutes Gefühl, auch für mich persönlich, damit ich es auch hier kann. Auch wie jeder wahrscheinlich weiß, jetzt in den 1,5 Jahren, seit ich hier bin, ich bin schon mehr der Assistgeber oder der vorletzten Pässe spielt, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz will ich Tore schießen und ich hoffe, dass da jetzt der Knoten platzt ist. Es war nicht einfach, wenn man nicht trifft und wenn dann von draußen alles kommt, wenn die Mitspieler dich auch ein bisschen ärgern, ist ja klar. Wie gesagt, ich wusste, dass ich es kann. Ich habe jeden Tag dran gearbeitet und jetzt da hat es funktioniert und natürlich, dass es so schön war, ist dann noch besser. Wie ich es gefeiert habe, eigentlich nicht wirklich. Ich bin nach Hause zu meiner Freundin, zu meinem Sohn und dann bin ich gleich mal schlafen gegangen. Tatsächlich war gleich nach dem Spiel das Erste, was sie gesagt haben, jetzt kannst du ihn ausgeben. Ich habe gesagt, jetzt noch nicht. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Saison so erfolgreich wie möglich ja, machen und dann lasse ich mir was einfallen. Also bei mir sieht man es ja. Ich habe jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Spiel in der Saison erst im Zentrum gespielt. Ich glaube, das hat mir auch gut getan. Ich glaube, das ist auch meine beste Position. Und ansonsten hat man gesehen, jetzt, gegenüber die letzten Spiele, wo wir mehr auf zweite Bälle gespielt haben, haben wir dieses Mal wieder mehr versucht zu kicken. Das hat uns auch gut getan, glaube ich. Dann haben wir auch vielleicht ein bisschen mehr im Gegenpressing. Ja, dran gearbeitet, auch in kleine Spielformen. Und ja, das hat uns am Wochenende jetzt gut getan. Und ich glaube, das ist jetzt die meiste Veränderung oder eine Veränderung, was aber auch davor schon da war, in sehr vielen Spielen. Also, ich sehe es mal so, wenn wir jetzt da 5-3-2 spielen, da gibt es nicht wirklich eine Position außer auf der 8 für mich. Vielleicht als Doppelspitze ein bisschen hängend. So wie ich die letzten 4, 5 Spiele dann gespielt habe, da links auf der Außenverteidigerposition. Ich glaube, das hat jeder gesehen, dass das nicht meine Position ist. Und ja, da fühle ich mich auch nicht wohl. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, auf meiner Position auch von der Entfernung zu schießen, weil das hatte ich ja früher eigentlich kaum. Da habe ich immer versucht, den Ball ins Tor zu tragen. Und wie es heißt, wer nicht schießt, kann kein Tor machen. Und ich glaube, ich werde versuchen, es so weiter zu behalten. Und wenn mal einer misslingt, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, wenn er so aufgeht wie letztes Mal, ist natürlich schön. Es war wichtig für uns als Team, dass wir das Spiel gewinnen. Wir haben das dann auch mit einem 4-0 und mit einem richtigen geilen Spiel ja, gemacht. Leichtigkeit. Wir werden alles positiv versuchen mitzunehmen, aber auch die schlechten Sachen oder einige schlechte Sachen, was wir gemacht haben, zu verbessern. Und dann schauen wir einfach nach vorne. Wir müssen, glaube ich, in unserer Situation von Spiel zu Spiel schauen. Fakt ist, wenn wir jetzt am Freitag ein gutes Spiel machen, dann rücken wir näher nach vorne oder wenn wir punkten, rücken wir näher nach vorne und das ist für uns wichtig. Aber Fakt ist, wir in unserer Situation müssen von Spiel zu Spiel schauen und dann werden wir sehen, was am Ende rausschaut. Ich glaube, in dieser Liga sieht man Woche für Woche, dass ja auch die oberen Mannschaften, abgesehen von Pauli, die jetzt weit vorne sind, schon eigentlich immer die Punkte liegen lassen oder halt sich gegenseitig wegnehmen. Und dass das eine Riesenchance für uns ist, da ranzukommen ans obere ersten Vier. Entschuldigung, ersten vier oder so, ist ganz klar. Und die Chance wollen wir auch ergreifen. Ja, ich habe viel gespielt, dafür bin ich dankbar. Auch wenn es nicht immer meine Position war, habe ich mich, glaube ich, trotzdem auf ein Stück weit weiterentwickeln können auf der Position, wo ich noch nicht so häufig gespielt habe. Kontakt gab es jetzt keinen mehr. Ja, ich glaube, er hat jetzt genug um die Ohren. Ja, natürlich wunderschön. Ich muss ehrlich gestehen, in der Nacht mache ich nicht wirklich viel. Das macht alles meine Freundin. Aber natürlich ist es schon kräftezehrend, wenn man nach Hause kommt und dann. Aber natürlich gibt es auch die nötige Kraft sozusagen, weil ich glaube, es ist immer was Wunderschönes, wenn man nach Hause kommt und man sieht die Lebensfreude. Und deswegen gibt mir das schon mehr Kraft, als dass ich jetzt kaputt bin. Wo meine Freundin Hilfe braucht, bin ich da. Keine Ahnung, ob es ums Windel wechseln geht oder so, das mache ich alles, kein Stress. Auch manchmal Flasche geben, mache ich auch. Aber ich glaube trotzdem, dass die Nähe zur Mama schon auch sehr wichtig ist.